Lord George Weidenfeld, Verleger, Politiker und maßgeblicher Initiator von M100. Vielleicht der größte Netzwerker unserer Zeit, mit zahllosen Kontakten in ganz Europa. Selbst engste Freunde nennen Weidenfeld den Salonlöwen. Arthur George Weidenfeld wächst in Wien der 20er Jahre auf. Er ist das einzige Kind des Philologen Max Weidenfeld und dessen Frau Rosa. George besucht das Piaristengymnasium und kommt schon als Kind weit herum. Er reist nach Frankreich und Italien, um Sprachen zu lernen. Als einziges Kind war ich immer sehr kontaktfreudig, weil ich andere kennenlernen wollte. Das hat also in Wien begonnen. Wien war obwohl es ein großer Wasserkopf war, in einem kleinen Österreich, eine Millionenstadt, aber es war auch sehr multikulturell. Und auch in meiner Familie gab es dadurch, dass wir eine jüdische Familie, die viele Generationen hindurch Theologen waren, also und Gemeindeführer in verschiedenen Teilen Europas, sodass wir Verwandte in Mitteleuropa, in Süden, in Italien hatten und Deutschland, Polen und der Ukraine. Und da bin ich eigentlich ziemlich früh schon sehr so multikulturell erzogen worden. 1938 ist es mit der Familienidylle der Weidenfelds vorbei. Die Nazis erobern die Straßen Österreichs. Wie rund 250.000 andere Wiener Juden ist auch George Weidenfeld fortan den Schikanen der Nazis ausgesetzt. Mittlerweile studiert er Jura an der Wiener Diplomatenschule und ist begeisterter Zionist. Er flieht, als sein Vater verhaftet wird. Weidenfelds Ziel ist London. Schnell wird die Stadt zu seinem neuen Zuhause. Bereits ein Jahr später arbeitet Weidenfeld als Berichterstatter für die BBC. Auch gesellschaftlich fügt sich Weidenfeld rasant ein. In wenigen Monaten schafft er es vom Flüchtling in die britischen Salons. Das ist der Zufall, das ist schicksalig, wenn Sie heute in eine fremde Stadt kommen und sich mit Leuten befreunden, die Sie zuerst sehen, und diese Leute dann sich herausstellen, dass das lauter Ganoven sind, sichtbar, haben sie Pech. Ich habe das Glück gehabt, dass ich hier durch gewisse Einführungen oder durch die Arbeit in der BBC eben verschiedene Kreise kennenlernte, die vielleicht anderen verschlossen blieben. Diese Kreise nutzt Weidenfeld für eine neue Aufgabe. Mit seinem Partner Nigel Nicholson gründet er einen eigenen Verlag, bevor sein Leben eine unvorhergesehene Wende nimmt. Chaim Weizmann bittet Weidenfeld, nach Israel zu kommen. Das Jahr als persönlicher Berater des israelischen Präsidenten beschreibt Weidenfeld als sein bewegendstes, auch wenn ihm dieser Schritt zuerst schwer fällt. Wissen Sie, jeder Mensch muss einen archimedischen Punkt haben. Und meiner ist immer zeitweilen auch Israel gewesen. Und dann lud er mich ein, 1949, da bin ich vor einem furchtbaren seelischen Dilemma gestanden. Einerseits wollte ich es tun und wäre auch tatsächlich dort hinausgewandert und geblieben. Andererseits hatte ich bereits 3 Jahre Verlag hinter mir und hatte auch Verpflichtungen gegenüber meinen Partnern, finanzielle und vor allem moralische Verpflichtungen. Da habe ich als Kompromiss mit meinem Partner Nicholson so organisiert, dass ich auf ein Jahr wegfuhr und in Israel bei ihm arbeitete. So bin ich zurück, aber habe mein ganzes Leben hindurch mir selber geschworen, wenn Sie wollen, dass ich weiter für die Interessen Israels und den Frieden arbeite. Zurück in London stürzt sich George Weidenfeld wieder voll in die Verlagsarbeit. Weidenfeld & Nicholson wird zu einem der erfolgreichsten britischen Verlagshäuser. Weidenfeld beweist unternehmerisches Gespür, auch über Widerstände hinweg. Mit der Veröffentlichung von Nabokovs Lolita löst er 1955 einen Skandal aus. Außerdem verlegt Weidenfeld viele politische Werke mit Fokus auf das Dritte Reich, unter anderem die Memoiren von Albert Speer. Dieser, wenn ich so sagen darf, Brückenbau zwischen feindlichen Gesellschaften, Deutschland, Juden, Israelis, Araber, Juden, Christen, Moslems, ist etwas, das mich immer sehr interessiert und wo ich mich versuche, in die Psychologie des anderen einzudringen und es zu verstehen, sodass man ihnen forensisch gesprochen auch den anderen direkt, also bei Gericht vertreten könnte. Man muss die Argumente so gut kennen, ohne das eigene, nicht mal den eigenen Glauben, die eigene Anschauung zu kompromittieren.
Seit Jahrzehnten reist Lord Weidenfeld um den Globus, um seiner Leidenschaft nachzugehen, Menschen zu treffen und zusammenzubringen. Er kennt die Schönen, die Reichen und die Mächtigen. Durch sein Engagement für die Verständigung zwischen Religionen und Völkern hat er sich weltweite Anerkennung verschafft. Neugier, Sie würden fast sagen anthropologische Neugier, dass man Menschen und Gruppen nicht mit Interesse anschaut, sich und sich auch mit ihnen gut fühlt. Und Lord Weidenfeld wird nicht müde. Mit seinem neuesten Projekt M100 überrascht er all diejenigen, die gedacht hatten, dass sich der Netzwerker Weidenfeld mit 86 Jahren langsam zur Ruhe setzen würde. Ich denke nicht daran. Was passiert, passiert. Im Gegenteil, muss Projekte nehmen, ohne im Hinterkopf zu haben, dieses Projekt werde ich nicht mehr erleben. Das Wichtigste ist, immer weiter und nicht an das Alter zu denken.